Und jetzt mache ich noch den Neuzugang von einem weiteren Book-Crossing-Buch. Ist nur von Hand eingetragen. Ich muss es noch registrieren, dass ich es gefangen habe. Das hat jetzt keine Kleber und nichts drauf. Auch ein Buch, über das ich mich sehr gefreut habe. Ich habe das auch als Wunschbuch bekommen, nachdem ich den Film gesehen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Buch wahrscheinlich nicht ganz gleich wie der Film ist. Als ich den Film gesehen habe, war eher so ein Notfilm, irgendwie mal reinschauen und so. Und dann hat er mich trotzdem ziemlich geflasht. Und ich denke mal, das Buch wird hoffentlich auch nicht schlecht sein. Also, es handelt sich um Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei. Sagen Sie. Von Lauren Oliver, und das erinnert ja auch ein bisschen an Tote Mädchen lügen nicht, und vielleicht gibt es noch irgendeinen anderen Film und Buch in so ähnlich. Ja gut, das Tote Mädchen hat was anderes damit zu tun, als das zu tun, aber so ein wenig schon. Ich muss jetzt mal schauen, was da die Kurzbeschreibung ist. Also ich mache jetzt wahrscheinlich die Beschreibung eher vom Film, möglicherweise. Ich möchte jetzt nicht mal kurz da die ersten 2-3 Seiten, ob man da schon irgendwas verraten wird. Also es geht halt eben im Prolog, fängt es mit dem Satz an, der auch der Titel ist. Und dann sagt sie, es sei nicht so. Genau, und da fängt es an mit Lindsay, das ist ihre kleine Schwester, die den Wecker spielt, also tut. Also es geht um Samantha, die mit ihren Freundinnen, glaube ich, die coolste Clique der Welt bildet, der Highschool. Ja. Also da steht jetzt, sie hat es geschafft, in die coolste Clique aufgenommen zu werden. Ich dachte im Film, dass sie da irgendwie schon immer dazugehörte oder das irgendwie so gebildet hat oder so. Keine Ahnung. Oder dass man sich halt so ein bisschen in cool entwickelt hat. Das wird dann im Film zumindest noch ein wenig von der Vergangenheit einiger der Cliquenmitglieder berichtet. Quasi eigentlich nur nicht in einem Flashback mit Bild und was weiß ich, sondern nur darüber geredet. Das fand ich dann recht spannend gemacht. Das kommt im Buch dann wahrscheinlich auch vor. Ja, dass sie halt eben nicht immer cool waren, aber jetzt schon oder so ähnlich. Ja. Und dann ist sie auch noch mit Rob zusammen. Der ist der Schwarm aller Mädchen, und im Film fängt es irgendwie so an, dass da so ein gewisser Tag ist, Abschluss oder so, vor den Ferien oder sowas ähnliches. Und an dem Tag bekommen die Mädchen Rosen von den Männern, und Rob, der schenkt ihr halt immer so einen ganz großen Strauß rote Rosen, und ja, das ist gut. Und ja, noch ein bisschen mehr wird in der Szene beschrieben, aber man muss da nicht alles verraten. Liest sich hier ein bisschen seltsam. Also da steht sie eben, dass sie mit Rob zusammen ist, und dann doch, als sie am Morgen nach der großen Party aufwacht, weiß sie, es ist an der Zeit, sich einige Fragen zu stellen. Doppelpunkt. Was ist wirklich wichtig in ihrem Leben? Und noch mehr Fragen. Ja, eben, dann haben sie die große Party. Danach, an der Stelle hätte ich den Film bald wieder abgestellt. Es kam dann so ein lustiges Lied drin vor, das mir dann relativ nachlief, also lustig, eher so ein Disco-Lied halt, sorry. Ja, das fand ich dann irgendwie eine gute Wahl, aber ansonsten war das halt das typische Bechern und Fies und keine Ahnung, und ich habe da überhaupt keine
Ethik in diesem Film gesehen oder so. Und ich habe ihn dann halt doch nicht abgestellt. Und da steht unter anderem auch Ihnen Fragen, und welche Schuld kann noch beglichen werden, denn sie weiß, es ist der letzte Tag ihres Lebens. Nach dieser Party wacht sie dann jedes Mal, so wie in anderen Filmen, Dings. Ja, ich kenne gerade diesen bekannten Namen nicht, aber ihr wisst, glaube ich, vielleicht, was ich meine. Und auch weniger bekannte Filme wacht sie immer wieder auf und erlebt den letzten Tag ihres Lebens. Und ja, ja gut, das weiß sie anfangs, glaube ich, gar nicht so genau, dass sie sich nicht mehr retten kann. Das fand ich ein bisschen, ich habe den Film, glaube ich, dann sogar 2 oder 3 Mal geschaut und jedes Mal gehofft, gibt es da nicht irgendwie noch eine Möglichkeit, dass sie weiterleben kann. Und sie wird halt auch von Tag zu Tag quasi besser oder so. Und ist selber eigentlich nicht so ein Arschloch wie manche ihrer Klicken-Kolleginnen. Und ja, und dann gibt es noch andere Dinge, die ich jetzt auch nicht verraten möchte, wo ich so nur gedacht habe. Und die sind dann wirklich ganz, ganz kurz vor dem letzten Tag erfüllt, wo ich nur dachte, es ist jetzt echt schade, dass es dann danach nicht mehr weitergeht. Und da bin ich jetzt super gespannt auf das Buch sein. Okay, ich verrate mal so viel. Im Film, ja eben, sie ist mit dem Rob zusammen, aber kann man sich vielleicht denken, dass es nicht die allerschlauste Beziehung ist oder so. Und dass es da auch nur so eine Fame-Beziehung ist halt. Und sie fängt sich dann an, mit ihm zu trennen irgendwann, weiß ich nicht mehr genau, wie schnell oder langsam das geht. Und dann kommt sie mit jemand anderem zusammen, mit dem sie schon längst hätte zusammenkommen sollen, sagen wir mal so. Und das ist einfach wirklich sehr herzzerreißend. Bin ich mal mega gespannt auf das Buch. Ich fand ja auch, dass der Film sehr, sehr tiefgründig war, und das weiß ich nicht, ob das Buch das ohne die Eindrücke, die visuellen, das auch hinbringt. Und ich möchte jetzt auch nicht unbedingt, falls das Buch halt noch ein bisschen anders ist, mir dann einfach die ganze Zeit die Leute vorstellen, die da halt im Film mitgemacht haben, sondern mich da schon auf das einlassen, was einem das Buch nahe bringen möchte. Das habe ich halt teilweise so gemacht, wenn man ein Buch, ich weiß jetzt nicht mehr welches es war, konnte ich, glaube ich, sogar erst lesen, nachdem ich den Film gesehen habe, weil ich dann eben die Gesichter vor Augen hatte, die im Film waren. Keine Ahnung, ob das bei diesem Buch auch so wäre, ob ich das zuerst hätte lesen können oder ohne Film oder nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Dann wünsche ich euch damit einen schönen Tag und freue mich über eure Kommentare. Tschüssi!